Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Outlast, diesem farbenfrohen Spiel. Ich glaube, ich kack mir in die Hose. Vor allem, weil wir jetzt auch keine Batterien mehr finden. Wer weiß, wer die alle versteckt hat. Große Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt mal weiter und das geschwind. Rein. Boah, diese Kamera, ne? Wenn ich hier raus bin, werde ich diese Kamera nehmen und einfach mal wie eine Wassermelone auf den Boden werfen. Einfach nur so. Überraschung. Oder auch nicht. Ein paar verstümmelte Opfer. Da haben wir sie. Die eine Batterie. Hallo? Der hat die andere Tür jetzt aufgemacht. Heißt das jetzt, wir dürfen jetzt einmal zurück? Ich muss ja gestehen, ich habe die Person gar nicht realisiert, dass da eine Person gekommen ist. Wieso will uns das Spiel es einfach eigentlich so schwer machen? Warum können wir nicht friedlich einfach an dem vorbei? Eine Friedenspfeife rauchen? Solche Dinge eben, ne? Aber nö. Er kommt auf uns zu, streckt uns die Zunge raus und geht dann wieder. Des Weiteren lade ich kurz nach. Weil, ich gehe jetzt wieder raus und dann nehme ich den auseinander. So kann's gehen. Das war jetzt eher random. Ich wollte ja eigentlich jetzt runterspringen. Ich finde es immer so schön, wie die Augen leuchten, wenn sie tot sind. Naja, leider leuchten sie ja auch genügend, wenn sie am Leben sind. So, wie machen wir das jetzt? Okay, das können wir. Ja, Sigi, die Tür ist jetzt auch auf. Okay, es wird jetzt irgendetwas passieren, nachdem wir das hier aufgehoben haben. Gehen jetzt einfach den Weg wieder zurück. Capito? Wir atmen auch nicht in Panik aus, sondern konzentrieren uns auf das Wesentliche. Ach nö, der Pimmelmann ist wieder da. Pimmelmann, Pimmelmann. Ich sehe nichts. Wie sind wir denn hier reingekommen? Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt. Sagt mir jetzt nicht, wir müssen hier so entlang. Dann nehmen wir einfach deine Tür, ja? Ich renne jetzt einfach. Tschüss, ja? Ah, der will unsere Leber. Der will uns haben. Hallo? Warum machen die so ist so schwer? Aufzug?
Es wird nicht besser. Hä? Konnten wir gerade nicht eine Tür öffnen? Hm. Ah, das ist die. Und ein Köter schreit und bellt. Und wir reisen durch die Welt. Was gibt's denn zu futtern? Wir liegen teilweise langsam so viele Radios rum. Man könnte meinen, wir sind ein Portal. Ja, ja, hier. Kriegst du eine neue Batterie. Und wir hätten auch langsam gerne eine neue Batterie. Da hinten steht jemand. Er ist nackt, kein Interesse mehr. Und die schöne kirchliche Musik steigt weiter an. Nein. Dass hier keine Batterie liegt, das ist doch Wahnsinn. Ganz ehrlich, die Tür mache ich jetzt einfach nur noch so auf. Batterie? Nö. 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 Hm. Nein, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Wobei es hat gespeichert, also einfach mal YOLO. Beten alle. Nein, böse Katze. Jetzt nicht. Hier betet echt jeder. Und das ist eine Batterie. Danke. Wir hatten eh nur noch eine. Sie beten. Für ihre Rettung. Oder so ähnlich. Notizen. Atmosphärisches Gebet. Schon wieder diese atmosphärische Störung. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Fatin Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals das Evangelium des Sands erwähnt hatte. Oder überhaupt ein Evangelium. So, ich würde mal behaupten, wir müssen hier lang. So, schöne Tür zu knallen. Überall in den Toiletten mal reinspinksen. Ach Gott. Hier ist wohl der eine durchgegangen, den wir vorhin gesehen haben. Eventuell. Weil diese Geschrei und alles drum und dran, das geht mir so auf den Terz. Hier ist nichts Weltenbewegendes. So, nur noch Batterie. Die haben Jeans und alles. Die haben eigentlich richtig geile Zimmer hier. Also ich würde mal sagen, so unter... Bleibselmäßig. Der lüftet. Duftet. Okay. Ein langer Gang. Und eine Batterie. Und keine Batterie.
Ich denke mal, der Weg ist so ziemlich offensichtlich gerade. Wir sollen raushoppeln. Oder? Ja. Ja, es funktioniert. Funktioniert soweit ganz gut. Aber wie groß die Anstalt aber auch ist, ne? Kann man sich hier irgendwo verstecken? Nö. God hates sickness. Gott heißt Krankheiten. Ja, kein Ding. Ich hätte die Tür auch irgendwann zugemacht. Das ist kein Ding. Chapel. God hates money. Vorsicht, so verbrennt sie das noch. Das ist... Ich will ja nichts sagen, aber Pimmel 1, Pimmel 2. Ich mache nur zu aus Sicherheitsmaßnahmen, ja. Oh Gott! My job. You alone shall escape. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be. Wir wollen ihn verbrennen. Das ist interessant. Er ist tot, würde ich behaupten. Notizen. Die Leidenschaft von Vater Martin. Ich kann es nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Okay. Die trauern richtig. Nur wir werden jetzt auch was zum Trauern haben, weil... Ich darf rennen, oder? Wisst ihr, was wir machen? Hier einfach mal einen Schnitt.